Ich spiele jetzt ein oberbayerisches Lied, und zwar auch ein älteres Lied. Das heißt Der Fensterstock Hiasl oder Der Matthias Fensterstock. Und zwar handelt es von einem alten bayerischen Brauch, dem Kammerfensterln. Geht man also zu seinem Mensch auf die Menschenkammer hinauf, dem man eine Leiter nimmt und dann leint. Ja. Das Lied handelt also von so einem Typen, der da auch beim Fensterln war und dann vom Bauern überrascht worden ist auf der Menschenkammer drum und dann die Flucht ergreifen hat müssen, weil der Bauer in der Tür drin gestanden ist mit einem Ochsenfiesel in der Hand und eine drohende Haltung eingenommen hat. Und die Magd, das Mensch da, die hat ihm dann geraten, er soll doch fliehen, und zwar durch das kleine Kammerfenster hinaus, wo er reingekommen ist. Das war ein sehr weiser Rat, weil das war nämlich die einzige Möglichkeit. Sehr recht bedankt dafür. Und ist dann sofort wieder hinaus zu dem kleinen Fenster, wo er zuerst schon hereingekommen ist. Bloß, dass er jetzt, wo er hinaus ist, viel mehr pressiert hat. Also wie am Anfang. Da hat es ihm auch schon pressiert, wie er hereingekommen ist. Aber wie er hinaus ist, hat es ihm noch mehr pressiert. Und weil das jetzt ein älteres Lied ist und früher die Kammerfenster so klein waren und die Fluchtgeschwindigkeit von ihm war so hoch, ist er in dem Fensterstock hängen geblieben. Das ist also das Holz außenrum. Ne? Und mitsamt dem Fensterstock ist er hinabgebrochen und in die Tiefe gestürzt. Drunten auf dem Misthaufen ist er dann gelandet. Das kommt aber im Lied nicht vor, aber ich lasse ihn auf dem Misthaufen fliegen, weil wenn er auf die Straße fliegt, dann bricht er sich das Knack. Hat er natürlich da drunten einmal zu gefreit gehabt, ist also aus dem Fensterstock nicht rausgekommen. Das Lied hat 42 Strophen. Z'nächst hab mir mein Dirndl ein Briefal zugeschrieben, warum ich den beiden noch gar nimmer komm. Sein Stiefel sollen hin, weil ich gar nimmer komm. Holleriert die Holleradio. Ich hab's Briefal aufgemacht, hab mir das Herz im Leib gelacht. Na bin ich gleich fort bei der Stockfinsternacht, bei der Stockfinsternacht, das Knierscheim haben kracht, holleriert die Holleradio. Und wir ripp beim Bauern, geh ums Eck, da sind die Heusacker noch nicht im Bett. Ja, das ist ein Gefritt, sind die noch nicht im Bett, holleriert die Holleradio. Und wir ist so wart, da hat's mir recht gefroren, in die Hände und in die Füße und in die Nasen und Ohren. Ganz kalt ist mir worden, ganz kalt hintum vorn, holleriert die Holleradio. Na fang ich beim Fensterl mein Reisbewerk an, das Dirndl hat's gehört und hat's Fenster lauf da. Steig auf zu mir, du weißt das schon wie, holleriert die Holleradio. Na bin ich beim Fensterl halt reingeschlafen, hab die Schuhe nicht ausgezogen, die haben duscht auf dem Boden. Die lurde die krumm, am oberen Stock drum, holleriert die Holleradio. Kaum bin ich ein Zeidl beim Mensch drinnen gelegen, da kommt schon der Bauer mit den Ochsen zu einem Zwing, mit den Ochsen zu einem Zwing, und ich weiß so gut gelingen, holleriert die Holleradio. Und er hat auch gleich richtig unter das Bett reingeschaut und hat mir recht sackrisch am Arsch aufgehaut, am Arsch aufgehaut, boah, da hab ich geschaut, holleriert die Holleradio. Da gibt mir mein Dirndl den heilsamen Rat, steig aus sie zum Fenster, bei der Tür ist schon spät. Bei der Tür ist schon spät, schönen Dank für den Rat, holleriert die Holleradio. Na bin ich beim Fensterl halt rausgekrochen, da ist mir der Fensterstock abgebrochen. Ja, das ist ein Klump, alle zwei liegen mir drunter, holleriert die Holleradio. Da schreit gleich der Bauer, geh Hiasl hoho, geh lass mir halt den erst mein Fensterstock da. Du kannst ihn nicht brauchen und mir geht er an, holleriert die Holleradio. Ja, ich lies denn schon da, wann ich rausschlürfen kund. Du dämischer Bauer, der war der Vergund. Ja, der war der Vergund, der arme Hund. Holleriert die Holleradio. Wie ich heimgekommen bin, nimm ich's Hackl und ein Zippin. Eine Stunde hab ich gewerkelt, bis ich rausgekommen bin. Bis ich rausgekommen bin, aus dem Heusackerdi. Holleriert die Holleradio. Ja, das sakrische Fensterl, ja, das weiß ich gewiss. Wenn ich 100 Jahre lebe, dass ich das nicht vergiss, dass ich das nicht vergiss, wie es mir da gegangen ist, holleriert die Holleradio. Wenn es am jeden so gegangen, wie es mir ist gegangen, dann gang bald kein Bub mehr auf die Menschenkammer, zum Fletz anfangen, mit dem Dingelhammer, holleriert die Holleradio.